die ist er. Genau, Ersatzhose dabei. Ersatzhose. Ich will auf jeden Fall Spaß haben, irgendwie Zeit und irgendwie jemand, der mich von meinem scheiß Knie ablenkt, hat schon wieder weh, du Arschloch. Oh, Team Illegal im Anmarsch auf den Hamburg-Marathon. Alle gut drauf, alle bestens trainiert. Und ja, Vorbereitung wird definitiv überbewertet. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Unverzüglich. Meine Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, vom Nederlandser TV. Ja. Hey, hey. Und hier ist der Tommy vom Team Illegal Video. Ciao. So, hier ist gleich mein abenteuerlicher Startblock C. 3 Stunden bis 3.15 aufgrund der Form von vor 3 Jahren angemeldet. So, man könnte auch sagen, hier ist der Marathon vor dem Marathon. So, hier links sehen wir einmal das Hamburger Untersuchungshaftgefängnis und dann der Start vom Halbmarathon. Frage ist, was schlimmer ist. Ja, die Untersuchungshaftanstalt ist durchaus architektonisch reizvoll, oder? Was sagt die Fachfrau? So, der Typ war schon mal deutlich maskenentspannter als ich. Hey Joachim! Hey, moin! So, selbst die Taschenabgabe ist da, wo alle schnell aussehen. Das ist gut. Selten so deplatziert gelaufen. Hier haben wir nicht. Richtig, ne? 2-4. Ja, genau. Ja, ich danke euch. Ja, also ich habe angefangen. Eigentlich komme ich ja vom Marathon, aber jetzt. Und nervös bin ich kein Stück. Im Gegenteil, ich freue mich wirklich auf den Lauf. Und ja, die letzten 2 Male oder 3 Male hier sehr angespannt. 2011 sollte Claudia unter 4 Stunden, was nicht geklappt hat. Waren wir noch nicht so erfahren auf der Marathonstrecke. 2014 wollte ich die Bestzeit, habe es trotz starkem Lauf nicht geschafft. 2017 dann den Dominik unter 3:30 ziehen, hat geklappt. Da ist die Anspannung schon eine ganz andere, als wenn man jetzt hier so durch die Halle geht und ja, einfach nur einen lockeren Zeitziegenlauf macht. Der Stefan, vereinbarungsgemäß im Team Illegal Shirt, wir natürlich wieder nicht, war zu kalt, aber ist egal. Boah, ein Traum in Orange! Boah, er war Stefan, er ist. Zeit, sich zu verabschieden, mein Schatz, wirst du es schaffen, werden wir ankommen. So. So, da sind die Kollegen vom NDR schon wieder hinter mir, ja, aber ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Nie so deplatziert im Startblock gewesen wie heute, aber egal. Mit Galloway zum Ziel, mehr sage ich nicht. So, this is our international guest from Great Britain. Hello. Hi. Have a good run. Thank you. So, langsam füllt sich der Startblock. Hier im Schatten des Heinrich-Hertz-Fernsehturms. Und dann kann gleich meine Stadtführung beginnen. 42 Kilometer Hamburg, wird schön. So, Klamotten sind gerichtet, es geht los. Galloway-Taktik, das ist die Strategie des amerikanischen Marathonläufers Jeff Galloway. 4 Minuten laufen, 45 Sekunden gehen ab dem ersten Kilometer. So hoffe ich durchzukommen.
Dieser Jeff Galloway hat das wohl irgendwie erfunden, hatte eine Bestzeit von 2:16 und war 74 Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. 72 und 74 hat er den Honolulu-Marathon gewonnen. Jeden Marathon, wo wir leider nicht hin durften wegen Corona. Na egal. Jetzt erstmal Hamburg, fängt ja auch mit A an, ist ja fast dasselbe. Hände zum Himmel, die Arme nach oben. Und Achtung, wir klatschen zusammen. And we got to start with the women. 10, 5. Der 36. Hasbar-Marathon ist angeglast. Die Endstaffel ist wieder unterwegs. Das ist euer Lauf. Das ist euer Tag. Eure 42 Kilometer und 195 Meter. So, Freunde, los geht's. Laufwochenende. Ab hier nur noch ein Marathon. Ab geht er, der Peter. So, da ist er wieder. Der erste Stadtmarathon nach Frankfurt 2019. Viel Spaß, ihr Lieben. Ich freue mich. Auch. Ja. Ja. Viel Spaß. Ja. Das ist eure Distanz. Das ist euer Tag. Die 36. Aufgabe. Den Hasbar-Marathon. In time. Alles Gute, Thomas. Motor der Arme. Die Arme schwimmen locker neben dem Körper, wie der Schleifer sagen würde. Wir sind im Hamburger Dom. Keine Kirche, sondern ein Riesenvolksfest. Auf dem Heiligen Geistfeld, da ist es. Da sind sie, die Fahrgeschäfte. Die Achterbahnen. Hinten rechts ist der berühmte Hochbunker am Millerntor. Da hat einst der NWDR nach dem Krieg den Sendebetrieb daraus aufgenommen. Und da vorne sind schon die tanzenden Türme. Ja, wir laufen jetzt hier in den Hamburger Stadtteil St. Pauli. St. Pauli heißt das Ding erst seit 1839. Vorher war es der Hamburger Berg. Der wurde aber dann für den Bau der Schanzenanlagen der Stadtbefestigung abgetragen. Ein bisschen hoch geht es hier immer noch. Und hier siedelte sich vor den Toren der Stadt das Gewerbe an, was man in der Stadt nicht haben wollte. Alle stinkenden, dreckigen Gewerbe und Prostitution. Gab es auch damals schon. Jetzt geht's auf die Reeperbahn. An den tanzenden Türmen vorbei. Und da tanzen sie. Hier links das Stage Musical Theater. Da wird Tina Turner gespielt. Da ist die Reeperbahn, nach den Rebmachern genannt, die diese lange Gerade zum Seilemachen benötigt haben. Und diese Seilmacher wurden hier ab 1633 angesiedelt. Da kamen Spielbuden, Amüsements dazu
Ja, und so hat sich das entwickelt, was wir hier sehen. Die berühmte Reeperbahn. Erst nach Abzug der Franzosen Napoleons 1814 wurden hier die ersten Wohnbaracken gebaut. Aber es blieb die Unterkunft für Arme und Unerwünschte. In den 60er Jahren traten die Beatles auf hier im Star Club. Ein paar Meter weiter rechts rein. Mittlerweile hat sich aber durchaus hier eine Gentrifizierung entwickelt, denn es wird schick hier auf St. Pauli zu wohnen. Mann, ist das herrlich. Da ist die Wodka-Bombe, wäre jetzt auch nicht schlecht. Hier rechts rein liegt dann das berühmte, berüchtigte Schanzenviertel. Da, wo auch unsere tolle Unterkunft ist. Immer bekannt für linke Szenen und Bambule. Schon 1864 gab es hier Randale gegen die österreichischen Truppen des Deutschen Bundes. Zum 1. Mai geht es wahrscheinlich wieder hoch her. Und mal gucken, welcher künftiger Minister dieses Jahr mit Steinen auf Polizisten wirft. In 20 Jahren gehört er der Bundesregierung an. So ist das heute hier. Susi's Showbar. Ja, die Strecke hier ist tückisch auf den ersten 5 Kilometern. Weil es geht permanent leicht berghoch. Wer hier auf Däumelkomm raus versucht, die Pace zu halten, der könnte es bereuen, so wie ich 2014. Hier kann man ruhig mal 10 Sekunden langsamer laufen. Weil wir laufen hier eine sogenannte Gesthöhe hoch. Das sind voreiszeitliche Sandaufschiebungen. Wenn wir froh sein, weil den Oberboden jetzt verfestigt haben. So, wir nähern uns jetzt schon gleich Altona. Moin! Moin! Wir haben uns schon mal gesehen. Welver. Welver, siehst du? Ja, so ist das. Wunderschön heute, oder? Ja. So, hier ist das Rathaus der ehemals freien Stadt Altona. Altona gehört erst seit 1938 zu Hamburg. Zwar immer selbstständige Stadt, wurde erst im 16. Jahrhundert gegründet, unter Förderung der Herzöge von Holstein. Und so kam es in Personalunion gemeinsam mit Schleswig auch zu Dänemark. Es war also tatsächlich bis 1864 dänisch. Da feiern wie die Dänen, können sie schon machen. Der Name Altona kommt eventuell vom plattdeutschen Altona, Altona an Hamburgs Grenze. So, gleich sind die 45 Sekunden wieder um, dann geht's weiter. Schöne Galloway-Taktik, gefällt mir. Kilometer 5, der erste VP. Ein bisschen Wasser nehmen. Ja, noch was zu Altona hier. Ist tatsächlich so, durch die Zugehörigkeit zum Herzogtum Schleswig, in Personalunion vom König von Dänemark regiert und aber nicht Teil des Königreichs Dänemark, sondern des Deutschen Bundes. Das war da bis 1864 so, bis deutsche Truppen gegen die Absicht des Dänenkönigs intervenierten. Schleswig zum integralen Bestandteil des Königreichs Dänemark zu machen. Dänemark wurde geschlagen von Preußen und Österreichern. Und so kam
Schleswig mit Altona zu Preußen. So, am besten die Schränkende. Ich höre nichts, Leute! Na bitte, geht doch. So, die berühmte Elbchaussee. Sozialer Wohnungsbau von Altona. So, hier rechts, hinter den Bauten des sozialen Wohnungsbaus, liegt der Hamburger Hafen. Da geht's schon los. Immer weiter Richtung Süden gewachsen. War im Mittelalter eigentlich ein Alsterhafen. Ist dann an die Elbe gewandert, auf den Grasbrook, wo heute Hafen City und Speicherstadt sind. Und dann immer weiter Richtung Süderelbe. Da vorne sind die Kräne, die den Containermangel verwalten. Sehr schöne Aussicht hier am Hafen. Schicke Hütte. So, wir überlaufen jetzt gleich den neuen Elbtunnel. Der ist 3,3 Kilometer lang, 1968 gebaut, einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Straßenverbindungen. Die vierte Röhre wurde 2002 eröffnet. Auf der Länge von 1056 Metern unterquert er die Elbe. Also laufen wir jetzt quasi auf der Autobahn. Ja, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Wo bin ich denn hier im Fernsehen, oder? Bei Team Illegal TV. Team Media TV. Team Illegal. Team Illegal, ja. Und beim Bau dieses Elbtunnels unter uns hat Mike Krüger als Lehrling gearbeitet. Wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt. Übrigens wurden die Panzersperren, die man in den Elbtunnel eingebaut hat, im Jahr 2002 entfernt. Vielleicht zu früh, wie man angesichts der weltpolitischen Lage leider sagen muss. Oh Leute, ich kann es gar nicht glauben. Man trägt sich hier so die Strecke runter. Das ist sensationell. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Einfach einen geilen Stadtmarathon. Hey, ihr seid super, Leute! Ihr seht noch gut aus! So, es geht gleich die sogenannte Palmei. Die wurde im 17. Jahrhundert als 600 Meter 40 lange Cricketbahn angelegt. Da laufen wir gleich drüber. Hier konnte man also Cricket spielen im 30-jährigen Krieg. Sehr schön. Ja, die offensichtliche Armut in diesem Viertel ist schon bedrückend. So, jetzt haben wir gleich die Cricketbahn aus dem Jahr 1614 verlassen, 40. Mal am Altonaer Balkon vorbei. Hier im Park befindet sich ein Denkmal für die österreichischen Seeleute, die 1864 in der Schlacht von Helgoland gefallen sind gegen die Dänen. Österreichische Seeleute kommt heute irgendwie komisch. Hey! Und hier haben sie 1864 die dänische Fahne vergessen. So, der Altonaer Balkon mit Blick auf die Kölbrandbrücke und die Rückseite des Rathauses. Sehr schön. Gleich kommt einer der geilsten Streckenabschnitte. Jetzt runter geht zum Fischmarkt. Und zu den Landungsbrücken. Das ist echt der Hammer hier. Hör mal, so viel Zeit muss sein. Ich freue mich, dass du hier bist, Michel. Super. Ja,
Alter Schwede, ist hier was los. Sollen wir jetzt auf den ersten 5 Kilometern bergauf über Pestat sich gleich von der Euphorie mitreißen lässt, der stirbt später lang und grausam tot. Shit happens. So, wir sehen gleich zur Rechten, wenn wir runterlaufen, den Altonaer Fischmarkt. Der Fischmarkt wurde gegründet im 16. Jahrhundert, weil die Fischhändler sich beschwert haben, dass der sonntägliche Fang vergammelt. Der musste aber bis 9:30 zum Kirchgang beendet sein. Und vor 2 Jahren fiel der Fischmarkt da unten dann erstmalig nach 300 Jahren aus. Was Pest und Cholera nicht geschafft haben, hat die Angst vor Corona geschafft. Der Fischmarkt fiel aus. Hoffentlich haben wir was draus gelernt. Ein Pest und Cholera haben wir ja auch überlebt. So, jetzt geht's runter, Leute. Der geilste Teil der Strecke. Da vorne rechts auf der Promenade steht die Madonna der Seefahrt. Das Mahnmal für die ertrunkenen Seeleute in aller Welt. Komischer Klotz da oben. Ey Leute, hier war auch schon mal mehr los. Sind wir hier schon am Friedhof Ohlsdorf oder wie? Da vorne taucht schon der Kuppelbau des alten Elbtunnels auf. Der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, um den zahlreichen Arbeitern im Hafen einen kostenlosen und schnellen Über- oder besser Untergang über die Elbe zu ermöglichen. Hat 2 Fahrzeugaufzüge, da man auf Rampen verzichtet hat. Die werden aber gerade saniert. Und da vorne haben wir die Landungsbrücken mit dem Uhrenturm. Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut als Anleger für die großen Atlantik-Passagierdampfer. Der Hapag. Sehr schöne Bauten. Und hier ist der Elbtunnel, der Eingang. Ich hab gehört, in Hamburg ist nichts los. Ich höre nichts. Lama Haufen. Ich hab gehört, in Hamburg ist nichts los. Ich höre nichts. Geht doch! Was ist los? Noch mal zum alten Elbtunnel. 1911 fertiggestellt. Gelb gekachelte Wände. 2 Röhren mit 4,80 Meter Durchmesser. Und da gibt es auch einen Marathon. So, da vorne taucht oberhalb der Mauer die Elbphilharmonie auf. Ja, das ist auch gut. Das ist das Millionengrab von Hamburg gewesen. Auf dem Unterbau des Kalkspeichers A hat man diesen futuristischen Glaspavillon eröffnet. Größte Konzertsaal, fast 2200 Besucher. Und das Ganze hat das 11,24-fache der ursprünglich veranschlagten Kosten verursacht.
Da kann ich nur sagen, jeder ein Familienhausbauer wäre pleite gewesen. Elffache, schon geil. Hey! Da ist sie. So, dahinter der Elbphilharmonie beginnt die Hafen City, das größte urbane Städteprojekt Europas. Auf alten Brachen des Hafens entstehen hier 14.000 für 14.000 Menschen Wohneinheiten und 45.000 Arbeitsplätze. So ist der Endplan. Das Ganze auf dem Gelände des ehemaligen Grasbrook, wo der Legende nach Störtebeker sein Leben aushauchte. Wohnen, wo man als Piraten köpfte, hat was. Und da vorne sehen wir schon die Speicherstadt. Komme ich gleich zu. Da sind die alten Speicher. Die Speicher wurden gebaut, als Hamburg 1871 zum Deutschen Reich kam und damit dem Zollverbund des Reiches beitreten sollte. Da kam man auf die glorreiche Idee, Speicherstadt zu bauen, wo halt Zollfreiheit herrschte, sodass der Rest Hamburgs dem Zollverbund des Reiches beitreten konnte. Wunderschöne Ziegelmauerwerke. Alles Lagerräume gewesen früher. Das ist ein alter Kran. Hey! Kenias letzte Reserve. Also hinter mir haben wir die St. Katharinenkirche. Man sagt, das älteste noch aufrecht stehende Gebäude Hamburgs. Frage, was man da aufrecht versteht. Muss mal auf der Reeperbahn nachfragen. Oder auf der Herbertstraße. Da war das Spiegelhaus. Was ist denn das Wort des Spiegels? Und da vorne kommt gleich der Hamburger Hauptbahnhof. Den sehen wir aber nicht. Runterherlaufen. Nebenher runterher. Den GPS-Killer-Tunnel. So. Im alten Wall geht es jetzt unterm Tunnel vorm Bahnhof her. Der wurde auf dem Stadtwallgelände 1900 auf Eisenbetonpfählung errichtet und war das erste nach dieser Bauart errichtete Gebäude in Europa. Der Kaiser persönlich hat den ersten Entwurf verworfen, sodass ein neuer gemacht werden musste. Kaiser Wilhelm II. War ein großer Freund Hamburgs. Ja, und seit 2010 ist dieser stark frequentierte Bahnhof auch ganz offiziell der Flaschenhals der Deutschen Bahn. Hummel, Hummel! Was, was? Ja, der Durchgangsbahnhof hat die Wandelhalle als Sattel über den Gleisen. So oder der Sattelbahnhof. Schöne Konstruktion. Wurde 1992 renoviert und um eine Einkaufsmeile ergänzt. So, wir haben wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Binnenalster. Die Binnenalster ist ein ehemaliger aufgestauter Mühlteich aus dem Mittelalter. Ja.
Die Alster ist eigentlich nur 56 Kilometer lang, neben Fluss der Elbe. Wie ich eben sagte schon, die Keimzelle des Hamburger Hafens. Seit 1987 gibt es hier in der Mitte eine privat finanzierte Fontäne, die läuft aber gerade nicht. Und wir laufen jetzt auf den sogenannten Jungfernstieg zu. Kilometer 15 schon, guck mal. So, linke Seite der Prachtbau des Hamburg-Lloyd-Gebäudes. Und gegenüber das Weiße Haus, das berühmte Hotel 4 Jahreszeiten. Geradeaus der Rathausturm und der Jungfernstieg. Und die Hamburger Flagge. Herrliche Bilder. Die Alster-Arkaden. Nach dem großen Hamburger Brand von 1842 errichtet. Da sind sie. Vor dem Alsterhaus. Und das ist der berühmte Alster-Pavillon. 4 Jahreszeiten mit Alster und Blick auf die Lombardsbrücke. Sehr schön. So, sind wir auf dem Wall durchgelaufen. Ehemalige Stadtbefestigung im Mittelalter. Jetzt geht es über die Kennedy-Brücke. Anfang der 60er Jahre zur Entlastung der Lombardsbrücke gebaut. Trennt außen von der Binnenalster. Die Außenalster. Hat er noch vergessen, warum der Jungfernstieg Jungfernstieg heißt. Da führten die vornehmen Hamburger ihre Töchter aus zur allgemeinen Besichtigungstour für eine schöne Mitgift. Darum Jungfernstieg, in der Hoffnung, es wären noch welche. So, hier unter uns übrigens so eine Zivilschutzanlage für etwa 200 Personen. Leider noch aktuell wieder. Aber 200 Leute hilft nicht wirklich. Zumal die keine Notstromversorgung hat. Wir haben übrigens gerade den 10. Lenkrad Ost überquert. Der ist ja genau auf der Lombardsbrücke gewesen. Wie gesagt, hier unter uns der Tiefbunker der Kennedy-Brücke. Nein, weiter. Das berühmte Hotel Atlantik, für die Passagiere der Atlantikdampfer gebaut, als das Flugzeug noch nicht über den großen Teich kam. Moderner Bau, als Läuferquartier nur bedingt geeignet. Die Alster ist wegen ihrer tückischen Winde ein durchaus gefürchtetes Segelquartier. Das Hotel Bellevue. Schöne Aussicht. Ah, die Kiki. Und wohnt an Essen, da ist sie. Ja, geht bis jetzt ganz hervorragend. Bei dir sieht es super aus. Ja, ich mache immer 4 Minuten laufen, 15 Sekunden gehen. Super. Vom ersten Kilometer an. Ja, sehr gut. Das läuft gut. Eigentlich schon zu schnell, aber ja. Wird schon irgendwie. Das ist jetzt schon die ersten. Ja, ja, sehr schön hier. Halbzeit haben wir ja gleich schon. Ja, ich darf mit meiner Mutter hier gestartet. Gut, ja, dann hau rein. Wir sehen uns im Ziel. Ja, hoffe ich doch. Und da vorne ist das Generalkonsulat der Ukraine. Hamburg gehört übrigens zu den 4 Städten weltweit mit der höchsten Konsulatsdichte. Mal wieder ein bisschen unnützes Wissen verbreiten. So, wir sehen dann hier das Gästehaus des Hamburger Senats am Feenteich, in einer Feenteichbrücke. Hier schlief 2017 Donald Trump beim G20-Gipfel. Auch gut zu wissen. Ne, hier ist nicht Duisburg-Marxloh,
hier aus Hamburg. Das ist die Imam Ali Moschee. Das ist das Zentrum des schiitischen Glaubens in Deutschland. Und die gibt es schon seit 1928, kommt zu glauben. Unseren Marxloh gibt es erst seit 2010. Aber ist halt Duisburg, immer später dran. Die Moschee hier hat übrigens eine Gebetszahl für 1500 Personen. Immerhin. Natürlich nur Männer. Da kommt jetzt der Uhlenhorst. Da früher mal die Insel. Da wohnt man auf Uhlenhorst und nicht in Uhlenhorst. Halbmarathon, wir haben's. Mein längster Lauf dieses Jahr bisher. Sehr gut. Schalke! Ich kann nicht anders, tut mir leid. So, da vorne ist der Stadtpark Winterhude. 1901 von der Stadt als sierisches Gehölz angekauft. Und nach langen Streiten und Architekturwettbewerb 1908 eröffnet. Endgültig fertiggestellt erst 1928. Darin ein Wasserturm, was erklärt, warum es hier die ganze Zeit bergauf geht. Und eine Stadthalle, die allerdings im Krieg abgebrannt ist, nicht wieder aufgebaut wurde. Da geht's jetzt lang. Am Zweiten Weltkrieg gab es hier im Park Barackenlager. Erst für Zwangsarbeiter, später für die ausgebombte Bevölkerung und dann für Flüchtlinge. Dabei wurden weite Bestände des Parks für Brennholz abgeholzt. Aber gut wieder aufgeforstet. So, hier kommt jetzt die Sichtachse des Stadtparks. Ja! Da ist sie. Wir schauen geradeaus auf den Wasserturm, der heute ein Planetarium ist. Hier rechts neben uns ist der Goldbeck-Kanal. Kommt nicht von Gold, sondern von Gol, was so viel wie Modder oder Scheiße bedeutet. Der wurde genutzt, um Besucher zur Stadthalle zu fahren. Hier ist der Stadtparksee und hier rechts der Goldbeck-Kanal. Da sehen wir den Goldbeck-Kanal. Hier stand einst die Stadthalle. Sehr saugut. Und da vorne ist das Planetarium am alten Wasserturm. Da geradeaus. Hier der Goldbeck-Kanal wurde als Verkehrsweg in den 1860er Jahren angelegt, um Harvesterhude und Winterhude eine Industrialisierung zu ermöglichen. Wir nähern uns dem Komplex der City Nord. Als Entlastungszentrum geplant nach einer Idee vom Oberbaudirektor Hebebrand. Er hatte diese Idee mal aus New York mitgebracht. Hier gab es eine Vorbebauung mit Kleingärten und Behelfswohnheimen. Die wurde abgerissen und 1960 wurde mit dem Bau begonnen. Nach Leersätzen
Architekten Le Corbusier mit dem Vierklang Bauen, Wohnen, Verkehr und Freizeit. Ja, und so entstanden hier die Hochhäuser diverser Unternehmungen. Geradeaus Blick auf die ehemalige Shell-Hauptverwaltung. Zwei L-förmige Gebäude in Kreuzesform zusammengesetzt. Und hier links taucht gleich das Vattenfall-Gebäude auf. Als ehemalige HEW, Hamburger Elektrizitätswerke Hauptzentrale gebaut, ist seit seiner Restaurierung 2013 Vorbild für energetische Bauweise. Vattenfall. Hab doch gesagt, wir sehen uns. Ja, ich bin aber kurz unterwegs. Ja, geht so. Ich baue langsam ab. Ist aber klar. Na dann. Haben wir gleich wieder Gehpause. Hast du noch deine Gehpause? Ja, klar. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten. Jo, hau rein. Team Illegaler Tour. Spitzenläufer Hasi. Super. Einmal Vattenfall von der anderen Seite. Schöne Bilder. Hier vorne an der Brücke sieht man die Konzeption, den Fußgänger- und Radverkehr vom Straßenverkehr getrennt zu halten. In den 70er Jahren was völlig Neuartiges. Das ist nochmal die Shell-Hauptzentrale von der anderen Seite. Da rennt der Jens um die Ecke. So, hier geradeaus die Hamburger Polizei Hauptwache. So, Kilometer 28. Damit die Zweidrittelmarke. So, da ist die Alster wieder. Jetzt als Flüsschen. Schönes Areal hier. So, hier ist das alte Familienbad Ohlsdorf an der Alster. Doch. So, hinter diesen Häusern liegt Santa Fu. Das kommt von STVU, da war die Abkürzung für Strafvollzugsanstalt Fuhlsmüttel. Hier sitzen alle bis hin zu Sicherungsverwahrten. Boah, ich glaube, ich habe gerade ein Loch. Aber dann ist das so. Gehen gerade mal alle. Ja, Santa Fu. Da wurde 1879 als Zentralgefängnis erbaut. Mit Haftkrankenhaus. Den schönen Spruch, Santa Fu, raus bist du. Ja, da sind wir. So, Kilometer 32, noch schlappe 10, komm. Die Hamburger schaffen halt immer noch irgendwo einen Berg hervorzuzaubern. Da ist wieder einer. Die Stadtführung ist beendet. Der könnte mir jetzt beim Sterben zugucken. Eppendorf. Alter, es wird echt hart. Eppendorf vom Baum. Stimmungshighlight. Hammer hier.
Und irgendwie geht es hier immer nur welche hoch. Okay. 38, noch 4. Da sind wir wieder in Alster. So, die 39. Noch 3. Kriegen wir irgendwie hin. Schell, mein Freund. Gib mir Kraft. So, Bahnhof Dammtor. Noch knapp 2 Kilometer. Da bin ich tot. Ja, egal. Ihr seid jetzt hier. Ja! Ist das geil? Als die letzte Corona zum ersten Mal gewonnen hat, da war ich dabei. Und ich bin zu Sando Arme gelaufen und es war so schön. Sven! Jawohl! Und er könnte es auch schaffen. Jawohl, Anke! Ja! Ja! Ja, ist noch ein Anke. Ich gehe. Ruf mal hoch. Ja, gerne. Toll! Langsam weitergehen. 3,55, ich weiß es nicht. Ja. Wer es ehrlich meint, sieht das Shirt einfach schon mal vorher aus. Wo war am Ende? Chaka! Wie war's? Ganz geil. Hab halt mich. Knapp unter 3,45. Ja, hör mal. Hammer. Er hört dann 3,44 und Panzer quetschte. Ja. Ja, und du bist ja jetzt gerade auch mit sensationellen 3,54, 56. Ja, sensationell. Wo ist meine Frau? Die ist schon bei Kilometer 35 durch. Ja, okay. Ey, Leute! Ja, 43, 26. Hammer, Hasi, sei stolz auf dich jetzt. Ja. War eine tolle Leistung. Super. Über 30 Minuten verbessert. Hör mal, Junge. Ja. Und dann alles mit 45 Sekunden gehen dazwischen immer. Oh, ich muss gerade mal einen Moment weinen, Leute. Ey, so eine Scheiße. Ich habe in Frankfurt mein letzter Marathon. Die scheiß Depression danach, der scheiß Rücken. Keine Vorbereitung, nur 200 Kilometer und jetzt unter 4 Stunden. Es war so ein geiler Lauf, Leute. War so ein geiler Lauf. Thomas! So war ich. Mehr melde ich nicht an. Sorry, ich muss gerade mal ein bisschen emotional sein. Alles gut. Geiles Rennen. Ich habe so eine Scheißzeit hinter mir. So freuen wir uns. Hammer. Hammer. Boah, Junge. Das letzte Mal so im Arsch war ich, glaube ich, 2018 nach Frankfurt. War das ein Kampf hinten raus? Ah. Mega. Junge. Und Leute, und wenn euch noch so eine Scheißdepression erwischt, ich sag euch, lasst euch nie unterkriegen. Es gibt ein Leben, es geht, es geht! Also ich sag mal so, die müssen, die waren ja 3,7. Ey, da kommt meine Flasche, die habe ich gestern noch anprobiert. Glückwunsch! Da wäre ich aber nicht so schnell gewesen. Chaka, Matthias. Ja, sehr gut. Wasser, aber dann habe ich immer Wasser, Gel im Wechsel. Ja. Aber viermal, glaube ich, war ich jetzt auch irgendwann so eine Wasser. Aber da bist du super durchgelaufen. Ja, ja. Natürlich wird immer hart irgendwann. Aber die Pace war schon ordentlich. Ja, aber kein Negativsplit. Also ja, ist egal. Definitiv auf der zweiten verloren. Da geht hier auch gefühlt nur welche hoch in Hamburg. Ja, ist scheiße, irgendeiner, ne? Irgendeiner hat mir doch mal gesagt, die letzten 5 Kilometer geht bergab. Das war eine Lüge. Ja, kannst du mal sehen. Ja, und ich flog an, kann ich. Da triffst du wieder die Jungs aus der verbotenen Stadt, aber schon durchgekommen. Alles ordentlich. Ach, Dortmund, okay. Endorphin-Junkies, die berühmten Orange. Also, ich komme immer auf doofe Ideen. Ja, wie heute zum Beispiel. Ja, wie heute. Da warte, klappt, siehst du doch. Absolut. Warten wir noch eben auf
auf die Mädels. So, ich muss jetzt noch mal ganz fettes Dankeschön an Kevin Engler loswerden und den Sven vom Fitnessstudio Engler und Kabede. Wenn ihr mir nicht das Alter G-Laufband und dieses ganze Elektrowestentraining verpasst hättest, dann säße ich jetzt nicht hier. Hat super geklappt, Leute. Ich glaube gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Oh, echt toll. Wahnsinn. Also, komm. Hol dir das Ding ab. Vielen Dank. Hammer. Ja. Ja, ist es. Und auch der Thomas. Ja, danke dir. Danke dir. Sehr geil. Okay. Stefan, Chaka, Sven. Hi. Sauber, Björn. Herzlichen Glückwunsch. Thomas, danke. Hey, Hashtag Team Illegal und ein bisschen lang. Ja. Die Mädels warten wir noch auf Claudia und Ivi. Ja, die haben wir unterwegs. Ja, die sind, ja, die werden immer so um die 4.15 reinkommen. Die müssen hier normalerweise so mit Krankenhaus laufen. Also zum Thema Vorbereitung wird überbewertet. Das kann wohl für während des Laufs richtig sein, aber nachher sage ich, Leute, ihr fühlt euch wie vom LKW überfahren, ehrlich. Das ist echt scheiße. Also ich kann nur empfehlen, wenn der Marathon läuft, macht lange Läufe, Leute, ich sage es euch. So, ich höre gerade, dass meine Frau in 4.19 drin ist und Ivi auch, wie immer im Tandem. Gratulation und seht zu, dass in der Erdinger Lounge kommt, ist geil hier, Mädels. Habt das super gemacht. Ja, Leute, tut mir leid, dass der letzte Rest der Stadtführung ausfallen musste, aber war halt so. Ich war so überrascht, das glaubt ihr gar nicht. Naja, jetzt wollen wir mal gucken, dass ich meine Frau finde. Und dann machen wir uns einen schönen Abend in Hamburg. Wasser zu kalt. Nee, da hatte ich alles nicht. Ich habe da Gel von denen genommen, das ging alles gut. Mal, das ist hier Oberkante stehen gehabt. Und ich dachte, Hammer Leistung von euch auch, ehrlich. Ja. Andreas immer schön gesehen, er hat schon schön Fotos geschickt. Absolut. Ja. Und jetzt? Ja, sauber, Stefan! Super, freut mich! Ihr habt mich getrieben! Ja, kannst du mal sehen! Silke, hey! Ich bin mal hoch! So, komm, Foto, Leute!